Moin Leute, 2021, ich hoffe ihr seid gut reingekommen. Das übliche bla bla bla. In den letzten Tagen haben meine Frau und ich hier ein Spiel gefunden, wo wir so nicht mehr von losgekommen sind. Deswegen würde ich euch das gerne einmal vorstellen. Es hat so viele verschiedene Sachen, die wunderschön ineinander greifen. Und ich habe mal rumgeguckt, ich habe nicht viele Videos gefunden, die das Spiel in seiner Gänze mal so ein bisschen zusammenfassen, erklären. Deswegen wollte ich das einfach mal wieder machen. Ich habe ja, der Kanal ist ja hier eh so ein bisschen ausgestorben und einfach mal ein Video machen, kann ja nur auch nicht verkehrt sein. Pounders Fortune ist von Och, Katzel, Schworf, Interactive, Bayern, sind irgendwie zwei Leute, sind aber dabei. Es wurde released, also ist keine Early Access mehr, soweit ich das jetzt verstanden habe. Aber der Entwickler ist immer noch mit dabei, hat einen gut laufenden Discord-Channel und fragt auch noch nach Meinungen der Spieler. Ich kann das ja mal hier... Bugmeldungen und sonst was ist dabei. Ich habe auch schon was geschrieben. Und ich bin mal gespannt. Also das Spiel ist fertig. Es ist bugfrei. Bei mir läuft es ohne Ruckeln. Ohne irgendwelche Aussetzer. Es ist noch nicht abgestürzt. Ich klopfe mal auf Holz, dass das auch so bleibt. Aber es ist eigentlich gut. Also es gibt... einige Spiele, die quasi fertig sind und auf einem schlimmeren Stand sind, würde ich mal sagen. Was ist das Spiel? Founders Fortune. Es ist quasi ein Aufbausim. Man baut sich eine Kolonie auf. Zu vergleichen mit RimWorld. Siedler. Ich glaube, das trifft es eigentlich so ganz gut. Und es hat einen Anteil von den Sims. Das heißt, die Leute haben ihre eigenen Eigenschaften, die haben ihre eigenen Wünsche, haben Nachteile zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel einige jetzt dabei gehabt, die zum Beispiel laktoseintolerant sind oder eine Allergie gegen Tomaten haben. Dafür hast du auch wieder andere dabei, die sind... äußerst gut dabei, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu lernen oder sind unermüdlich. Andererseits haben manche wieder einen beschissenen Schlafrhythmus und manche sind auch schlichtweg dumm. Beziehungen untereinander können natürlich auch gepflegt werden, verbessert werden. Leute können sich auch streiten, dadurch sinkt quasi die Verbindung wieder. Und das geht dann bis hin zu Kinderkriegen und... unglaublich viel und es greift wirklich super ineinander. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein bisschen gezockt. Ich kann euch später dann auch noch mal einen etwas weiteren Spielstand zeigen. Letztendlich fangen wir jetzt einfach mal bei 0 an, ganz vorne. Ich zeige euch das alles so ein bisschen, aber auch nicht zu lang, dass man jetzt auch mal ein bisschen was vom Spiel sieht. Ich kenne das von den Videos selber auch immer. Es wird gelabert, gelabert, gelabert und letztendlich kommt derjenige nicht zum Punkt. Er redet hier und da und was nicht noch alles kommen könnte. Und ihr wisst, wenn wir auf neues Spiel drücken, Möglichkeiten, Kartengröße, klein, mittel, groß. Klar, selbsterklärend. Klein habe ich noch nicht probiert. Mittel ist gut. Also ich habe so das Gefühl, man braucht die ganze Karte gar nicht. Spielt sich alles auf einer Insel ab. Braucht man alles gar nicht. Mittel reicht eigentlich völlig. Ich habe es mal auf groß probiert. Ist dann halt eine sehr große Karte. Läuft aber, wie gesagt, auch da vollkommen flüssig. Ich mache mal Mittel. Schwierigkeitsgrad, ganz interessant. Ruhige Welt, steht hier auch immer schön beigeschrieben. Entspanntes Spiel, kreatives Bauen, Überlebenskämpfe gegenüber. Überlebenskämpfen vorziehst. Das heißt, es ist ein bisschen entspannter. Kolonisten bekommen nur halb so viel Schaden bei allen Arten von Verletzungen. Das können natürlich auch Krankheiten sein.
oder Hunger oder es hält sich halt in Grenzen, kann sich eigentlich jeder denken. Spannende Welt, der klassische Mittelweg, quasi, was es halt auf normal ist. Und starten mit 40 Mahlzeiten. In der ruhigen Welt ist es dann, glaube ich, noch so ein bisschen mehr. Manchmal könnten Kolonisten sterben, auch wenn du dein Bestes gibst. Sterben können sie in der Regel sowieso, weil sobald man es eingestellt hat, altern die auch. Und ich finde, das macht auch Sinn, allein wegen diesem Prinzip mit Nachwuchs und sonst was. Also es gehört einfach dazu. Gefährliche Welt habe ich persönlich noch nicht probiert. Aber es ist insgesamt alles dann noch schwieriger. Ich wollte aber entspannt spielen, deswegen habe ich eigentlich immer die ruhige Welt gewählt. Einfach über Feiertage, ihr kennt das. Und so ein Spiel, man möchte ja auch erstmal reinkommen, deswegen ruhige Welt. Erweiterte Einstellung, friedliche Piraten. Also man hat Piraten. Wenn sie friedlich sein sollen von Anfang an, man kann dann nachher mit Beziehungen und sonst was kann man arbeiten, an oder aus. Das gleiche mit Goblins. Auf den Inseln gibt es immer verschiedene Stämme. Die sehen alle gleich aus, aber es sind verschiedene Stämme von Goblins. Mit denen kann man Handel treiben, mit denen kann man auch seine diplomatischen Blablabla klassisch. Ich habe es jetzt immer auf ausgelassen, das heißt, am Anfang sind sie recht neutral und dann je nachdem, wie man sich verhält, verhalten die sich dann auch. Landschaft, viel Gras heißt weniger Bäume, gemischt heißt Gras und Bäume und viel Wald heißt viel Wald. Gemischt müsste es eigentlich sein. Goblin-Dörfer können gerade am Anfang immer ein bisschen nerven, weil die stellen auch ganz schöne Ansprüche. Ich habe immer auf wenige gestellt. Müsste man gucken. Alterung, Standard. Aus, langsam, Standard. Schnell. Schnell macht für mich keinen Sinn, weil die Leute brauchen auch ihre Zeit, um Sachen zu lernen. Weiß ich nicht. Standard hat mir bisher eigentlich immer so ganz gut gepasst. Auf langsam. Irgendwann ist es dann so weit, man hat ein Kind und das dann auch langsam erwachsen wird. Und je langsamer das wird, desto länger hat man auch diese Kinder da rumrennen und die können zum Teil schon nerven. Deswegen habe ich es mal auf Standard gelassen. Wir blicken auf weiter. Jetzt kommt schon der erste Punkt, was mich so ein bisschen an RimWorld erinnert hat. Man hat hier zwei zu startende Personen. Hier an den grauen Haaren kann man schon sehen. Es gibt immer Altersklassen, erstmal von Geburt zu Erwachsen, von Erwachsen zu Alt und von Alt zu Tot. Graue Haare bedeuten, die sind jetzt schon in der dritten Stufe. Das heißt, von vornherein würde ich den schon mal rausnehmen. Weil wenn man gleich mit so einem alten Sack anfängt, der lernt dann zwar noch so ein bisschen was, ist aber dann auch ziemlich bald dann ab über den Jordan und bringt uns jetzt nicht allzu viel. Der Nathanael Marx. Persönlichkeit: Optimist, allergisch auf Tomaten. Ist Kacke, weil am Anfang ist so das Einzige, was wir immer aufbauen bzw. anbauen, sind Tomaten und Kartoffeln. Und wenn er dann auf eine Sache dann schon allergisch ist, schwierig. Geht aber auch. Wir können diese schlechten Eigenschaften können wir dann nachher durch Punkte wieder wegnehmen. Aber es ist schon ein bisschen hinderlich. Allergien wirken sich teilweise unterschiedlich aus. Teilweise fressen sie das Zeug gar nicht, teilweise essen sie es, kriegen dann aber schlechte Laune. Gesundheitliche Einschränkungen auch möglich wahrscheinlich. Obendrein ist er noch ein Soldat und kann schon Holzschwerter benutzen. Brauchen wir am Anfang nicht. Also weiter. Sehr schön. Mordlustig. Das ist, wie ich finde, so ziemlich das Schlimmste, fast Schlimmste, was man hier kriegen könnte. Wie heißt sie? Amalia. Amalia hat ein sonderbares Interesse an Gewalt. Erhält positive Gedanken durch Töten. Kann sich normalerweise kontrollieren. Normalerweise. Hier gibt es auch Ärzte, die dann zum Beispiel sagen, wir können jetzt Medizin verwenden. Die
die in den meisten Fällen dann auch hilft. Also mordlustig, ganz schlecht. Das brauchen wir nicht, wenn wir nur zwei Leute haben. Fähigkeiten ist natürlich Bergarbeiter. Er kann schon Eisenbergbau betreiben. Brauchen wir am Anfang auch noch nicht so. Handwerker der Meisterklasse. Super. Am Anfang bauen wir Holzhütten. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Also mal weiter. Alexandra, schlaflos und xenophil. Xenophil bedeutet, kann sehr, sehr gut mit Leuten. Also ich würde schon fast als naiv bezeichnen. Sie mag jeden von Anfang an, kommt gut mit Leuten ins Gespräch. Schlaflosigkeit, muss sehr viel schlafen und hat auch einen ziemlich komischen Schlafrhythmus, aber da kann man am Anfang mit leben. Das kleinere Übel. Zudem noch Förster, kann schon Steinwerkzeuge benutzen, Bergarbeiter und Gelehrter. Also die ist top. Wer jetzt Schlaflosigkeit, das kann man ihr dann halt noch abgewöhnen. Die ist top. Als zweiten haben wir Xaver. Kampferfahren, starke Gesundheit, allergisch auf Äpfel. Äpfel ist nicht so schlimm. Wir haben, wie gesagt, Tomaten, Kartoffeln, können wir andere Sachen machen. Keine besonderen Fähigkeiten, die der Rede wert wären. Ist aber auch nicht schlimm. Wir wissen am Anfang ja sowieso noch nicht, da springen die Leute, weil wir ja nur zwei Leute sind, springen die meistens zwischen den Berufen immer noch so ein bisschen hin und her. Und dann kann man halt gucken, wie der so am besten passt. Gut. Ich würde sagen, wir fangen an mit Xaver und Alexandra. Sind beide auch noch jung. Und wir starten das Spiel. So, da sind wir in der Welt. Hier sind unsere beiden, Xaver, Alexandra. Overlay ist schnell erklärt. Hier oben rohes Essen. Also alles, was direkt an Bäumen wächst und an Sträuchern, was wir anbauen, was so gepflückt werden kann. Gekochtes Essen, jeweils aus der Küche oder Lagerfeuer. Je nachdem. Holz, Stein, Eisenerz, Heilpflanzen. Heilpflanzen ganz wichtig. Wachsen auf der Insel, aber sehr, sehr wenig. Können wir später aber auch selber anpflanzen. Daraus wird dann halt Medizin gemacht. Ist ganz klar. Krankheitsmedizin und Heiltränke. Krankheitsmedizin gegen Krankheiten. Grippe zum Beispiel. Die Leute hier können Grippe kriegen. Heiltränke. Ist klar, wenn sie Gesundheit verloren haben, meinetwegen auch durch Kämpfe oder sonst was, gibt es einen Heiltrank rein und dann läuft das wieder. Textilien, Baumwolle und Wolle. Baumwolle wächst hier, sieht man hier vorne schon. Wolle gibt es von Schafen. Man kann Tiere tamen. Drei Sorten gibt es: Schweine, Schafe, Kühe. Kühe geben Milch, Schweine geben Fleisch. Fleisch geben sie alle. Und Schafe geben halt Wolle. Muss im Webstuhl verarbeitet werden zu Stoff. Stoff braucht man zum Beispiel, um Betten zu bauen. Ganz klar. Dann haben wir hier Kristalle. Kristalle sind ganz wichtig. Komme ich gleich nochmal zu. Schriftrollen das gleiche, nur schwieriger. Dann haben wir hier Münzen. Quasi die Währung. Geld, Gold, Euros, Dollars. Je nachdem. Auch nicht ganz so unwichtig. Und dann haben wir Bier. Ganz klar. Kampfmodus. Wenn man da draufklicken, lassen die alle stehen und liegen, schnappen ihre Schwerter, Rüstung, wenn sie was haben und man kann sie quasi steuern wie im Echtzeitstrategiespielfeld. Diplomatie. Wir haben noch nichts. Da wären dann zum Beispiel die Händler drin, die Piraten und die anderen Goblin-Dörfer. Hier ist die Jahreszeit. Wir haben total abwegig vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das betrifft natürlich auch die Sachen, die man anbauen kann. Tomaten kann man Frühjahr, Sommer anbauen, bevor ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Und dementsprechend dann auch ernten. Kartoffeln, glaube ich, nur im Herbst. Kürbisse auch nur im Herbst. Und so weiter. Hier schreitet das Jahr voran. Hier ist immer, welche Jahreszeit als nächstes kommt. Für die Leute, die es halt nicht hinkriegen, dass nach dem Sommer halt der Herbst kommt oder nach dem Frühjahr halt der Sommer. Schwierig. Ist klar. Pause, Play, Fast Forward, Fast Forward. Forschung. Da spielen die Kristalle eine Rolle. Wir haben hier vorne, haben wir schon welche. Sprich, in diesem Fall ist es der Beruf Gelehrter, baut Kristalle ab, bringt die ins Lager.
Wir haben hier immer so ein übergeordnetes Lager. Das heißt, wir haben jetzt schon, ohne dass wir Lagerplatz haben, ich versuche das alles so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Also ich hoffe mal, das ist so ein bisschen verständlich. Wir haben so ein übergeordnetes Lager. Da passen jetzt auch schon Sachen rein. Holz zum Beispiel. Wir können maximal 200 Holz lagern, ohne dass wir ein Holzlager haben. Das gleiche für Steine, maximal 50. Das gilt quasi für alles. Wollen wir über diesen Maximalwert hinaus, müssen wir Lagereinrichtungen bauen. Sprich, für Steine bauen wir dann halt so einen abgesperrten Bereich. Für Essen bauen wir irgendwelche Schränke und erhöhen so dann unsere Lagerkapazität. Also so einen Grundwert haben wir immer. Kristalle werden abgebaut und der sich gerade dafür berufen fühlt oder den wir eingestellt haben dafür, läuft da an seinen Tisch. Das ist so ein Lesepult und dann muss jeder einzelne Kristall muss analysiert werden und so kriegen wir einen Forschungspunkt. Das am Anfang geht das noch recht flott. Ich kann hier mal reingucken. Verarbeitung, ich habe Holz und Leseschwäche, Aussprachfehler. Holzverarbeitung brauchen wir zum Beispiel 5 analysierte Kristalle. Dann haben wir die Holzverarbeitung gelernt und können einfache Holzkommoden, Holzfass und eine Holzwerkbank bauen. Und der Rest, der dann auch drunter steht, eine Holzachse und sonst was. Dann ist das fertig und dann geht es hier weiter. Das gleiche dann für Landwirtschaft auch mit 5. Wenn man mal hier so rüber guckt. Wir haben hier Waffen, Möbel, Gärtnern, Schrift. Schrift wurde komischerweise schon so ein bisschen angefangen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Dekoration. Und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Menge Sachen und man muss quasi alles gelernt haben, um wirklich bis zum Ende zu kommen. Weil, wo kann ich das jetzt hier mal zeigen zum Beispiel? Getreideverarbeitung kann ich nicht erlernen, wenn ich nicht fortschrittliches Kochen und Alchemie vorher erlernt habe. Ist klar, man sieht es hier. Bei den höheren Sachen, den schwierigeren Sachen, kommt dann halt auch noch dabei Schriftrollen. Hier müssen nicht nur 30 Kristalle analysiert werden, hier müssen auch noch 2 Schriftrollen analysiert werden. Schriftrollen kriege ich im Moment nur von Händlern, die alle naselang mal vorbeikommen. Da kann ich die kaufen, die sind auch nicht ganz günstig. So kommt das mit dem Geld dann wieder zustande. Und so weiter und so weiter. In meinem Spiel, wo ich jetzt schon länger dabei bin, bin ich so, was Forschung angeht, so ziemlich im letzten Bereich und es zieht sich schon. Es zieht sich eine ganze Menge. Das letzte ist dann Schiffbau. Da kann ich eine Schiffswerft bauen. Was die jetzt genau bringen soll im Spiel, kann ich auch nur raten, ich weiß es nicht genau. Hier oben haben wir noch Aufgaben. Es kommt ab und zu, dass irgendein Bewohner an einen Rand tritt und sagt, ich will mich jetzt mal irgendwie selbst verwirklichen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Dann heißt es, ich brauche 150 Holz. Klack, klickt man dann ab. Dann braucht er noch irgendwie, was weiß ich, irgendeine spezielle Werkbank oder sonst was, die stellt man ihm dann auch in der Hütte und so weiter, bis man das dann abgearbeitet hat. Dann arbeitet er an seinem Projekt und dann kommt da was Tolles bei raus. Also ich habe bis jetzt zum Beispiel, er malt ein Bild, das in einem gewissen Umkreis die Leute glücklich macht. So eine Sachen sind es dann halt. Oder irgendeinen speziellen Alchemietisch, der die Chance vergrößert, dass der Arzt die Leute gesund machen kann. Also ganz interessante Sachen. Fragezeichen, hier ist nochmal Einführung, Forschung, bla bla bla. Ist sehr, sehr rudimentär. Hat mir bisher, ich habe nicht einmal wirklich reingeguckt, weil das Spiel ist sehr, sehr selbsterklärend. Hier oben hat man immer noch bestimmte Tasks. Es ist jetzt Frühling. Hier werden dann auch so die Sachen eingeblendet, von wegen der und der wird jetzt bald sterben, weil er alt ist oder irgendein Kind wird jetzt erwachsen oder irgendein Tier wird erwachsen. Die Karte selber, ihr seht hier schon nochmal wieder so, ein Goblindorf. Im Moment noch keine Bewohner da, ich drücke mal eben auf Play. Kommen die dann jetzt mal langsam her hier? Da! Jetzt spawnen sie so langsam. Das sind die Goblins. Kann man auch ansprechen, kann man auch handeln.
Jetzt müsste was Diplomatie da ist. Siehste, sind die schon da. Mächtige Krieger des Waldes. Unglaublich mächtig. Ort anzeigen, da sind sie. Und kontaktieren kann man dann auch nochmal. Man kann auch Tribut von dem fordern und sonst was. Stimmung ist im Moment sehr gut. Von dem haben wir jetzt erstmal nichts zu befürchten. Bis bald. Die Karte selber. Wir haben jetzt die mittlere genommen. Und ihr seht, ist halt mittelgroß. Im Verhältnis zu, weiß ich nicht. Hier haben wir Kühe, können gezähmt werden. Das klappt meistens nie beim ersten Versuch. Also pro Siedler kann man da so einen Ingame-Spieltag einrechnen, bis die Kuh dann mal einem gehört. Man weist denen dann einen Bereich zu, wo die dann stehen können. Und dann hat man eine Kuh. Der Gärtner bzw. der Landwirt geht dann hin, melkt die, man hat Milch. Zur Not kann man sie auch schlachten. Hier ist Baumwolle, wie schon erwähnt. Stein. Stein? Ja, genau. Stein. Und hier hätten wir nochmal Eisenerz. Später haben wir auch die Möglichkeit, tiefere Minen zu bauen, weil wenn die Sachen hier im Startgebiet, je nachdem, wo man dann baut, abgeerntet sind, muss man auch mal eine Zeit laufen. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Apfelbäume kann man später auch noch selber pflanzen, genau wie Baumwolle auch. Dauert halt nur sehr lange, bis die gewachsen sind, habe ich festgestellt. Weil, ist so, keine Ahnung. Äpfel wachsen auch nach, Baumwolle wächst auch nach, halt bloß nicht im Winter. Sollte klar sein. Hier haben wir noch so ein Dorf und Heilpflanzen habe ich jetzt hier zum Beispiel auch noch nie gesehen. Das müssten so kleine Pflanzen sein mit einem roten Kopf. Nee, also später selber anbauen. Hier haben wir nochmal Kühe. Wo haben wir das andere Viehzeug? Müsste ich nochmal gucken oder ich drücke nochmal Play. Die sind vielleicht noch nicht gespawnt. Doch, hier haben wir zum Beispiel Schafe. Finde ich am Anfang sehr wichtig, allein wegen Wolle. Ui, und das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen läuft. Laut. Und wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Die großen herrschaftlichen, da haben wir schon wieder. Sollte das eine Map ohne Schweine sein? Ich suche Schweine. Nochmal Kühe. Man kann die Tiere nachher auch beim Händler kaufen, aber das wäre jetzt die erste Map, wo keine Schweine drauf sind. Nochmal Kühe. Wir haben sehr, sehr viele Kühe, aber keine Schweine. Na, vielleicht tauchen sie ja noch auf. Ich mache mal eben den Ton so ein bisschen leiser. Weil ich glaube, die Soundeffekte, ja, 100%, sind schon recht hoch. So, weiter. Ich drücke nochmal Pause, um das nochmal zu erklären. Hier haben wir Leuchtfeuer für Migranten. Einfach erklärt, wir haben hier unsere zwei. Ich muss auch mal sehen, dass ich da jetzt mit der Kamera, mit der Facecam nicht so davor sitze. Aber das müsste passen. Hier können wir sehen, wir haben hier einmal die Stimmung, die Erwartungen und je nachdem, was für einen Beruf die jetzt gerade eingeteilt sind. Die Erwartungen müssten hier im besten Fall immer auf grün sein. Wenn bei allen Leuten, die man hat, das sind, also wenn man schon recht weit ist, sind das dann so 11, 12 Leute. Mehr werden es dann, glaube ich, auch nicht, weil das Verhältnis mit, dass Kinder nachkommen und Leute sterben. Also viel mehr Leute habe ich noch nicht. Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen doof. Wenn das beides grün ist, kommen neue Leute. Entweder werden neue Kinder geboren oder es kommen Migranten auf die Insel. Ist Migrant jetzt ein komisches Wort? Aber so heißt es hier. Das heißt, als erstes Leuchtfeuer für Migranten. Wir bauen einfach mal hier. Hier wird es schon angegeben. Zack, setzen wir dahin. Hier kommen dann die Leute an. Hier kommen die neu auf die Insel kommen. Und auch die Händler und Piraten und sonst was, die kommen dann da an. Hier ist, um die Menüs nochmal eben abzuschließen, Baumenüs. Leben, Landwirtschaft, Arbeit, Militär, Lichter, Sitzmöbel, Tische, Lager, Dekoration, Teppiche und Säulen. Es ist eine Menge, was man bauen kann. Das meiste muss natürlich noch erforscht werden, wie es halt so ist. Genau das gleiche hier.
Hier ist quasi das Baumenü, was sämtliche Gebäudedinger angeht. Holzwände, Befestigung, also man kann sein ganzes Dorf dann halt aus dem Wall umzuziehen, bis später Steinmauer und so weiter, weiter. Böden, Türen, Fenster, Treppen, Häuser über mehrere Etagen ist auch kein Problem. Und die KI kriegt es tatsächlich auch sehr, sehr gut hin. Also ich habe jetzt noch keine Probleme gehabt, dass die irgendwie klassisch an irgendeiner Treppe rumbacken oder sonst was. Das klappt alles. Also das sowieso. Also die KI hier ist wirklich top. Auch wenn die Leute mal gerade keine direkte Zuweisung haben oder sonst was, die machen sich nützlich, wenn sie jetzt nicht gerade dumm oder faul sind. Hier unten haben wir nochmal die, wie nennen die das? Kolonieeinstellungen. Keine Ahnung. Trifft es nicht ganz so meiner Meinung. Holz abbauen, Stein abbauen, Sachen sammeln und Tierzonen. Das heißt, wenn wir jetzt Holz abbauen wollen, wenn wir einen Förster haben, gehen wir erstmal hier drauf. Kreis ziehen und alles, was blau hinterlegt ist, da weiß der Förster dann, aha, baue ich ab. Das gleiche für Mineralien. Einmal hier, einmal hier. Und hier dann nochmal Stein. Und Tierzone wäre das gleiche in Grün. Setzen wir hier eine Tierzone hin. Können dann noch einen schönen Zaun umzuziehen oder sonst was. Und sobald Tiere quasi getamed sind, laufen die da rein und gehen da auch nicht wieder raus. Das wäre eigentlich alles, was mit Bauen zu tun hat. Hier hätten wir, wenn wir mal auf den Xaver draufgehen, seine Stimmung. Teilweise wirklich sehr schwankend. Also, wenn die abends bzw. nachts dann mal einen Albtraum gehabt haben oder ähnliches, dann wachen die auch schon mal mit schlechter Stimmung auf. Hunger, Müdigkeit, Gesundheit, selbsterklärend. Hier oben nochmal das Alter. Er ist quasi Erwachsener und braucht noch 98,8 Tage bzw. 99 Tage dann, bis er alt wird. Wenn er alt geworden ist, geht die Liste von vorne los, halt von alt bis tot. Bei Kindern wäre es dann von Neugeborenen bis Erwachsenwerden. Es ist unterschiedlich, nicht jeder wird gleich alt. Woran das jetzt liegt, ob das einfach random ist oder ob das mit irgendwelchen anderen Sachen zu tun hat, ich kann es nicht wirklich sagen. Kampfmodus, man kann jeden Einzelnen noch in den Kampfmodus setzen, brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Informationen, halt, wir können den Namen noch ändern. Macht später dann auch Sinn. Ich habe es immer so gemacht, wenn zwei Leute dann zusammengekommen sind, dann habe ich der Frau ganz klassisch den Nachnamen vom Mann gegeben, damit man das nachher auch so ein bisschen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Hier haben wir, das ist der obere Reiter. Am Anfang wird man so ein bisschen erschlagen, ist aber eigentlich ganz einfach. Die Erwartung: gute Mahlzeit, Essen ist grün, alles gut. Erwartung, besseres Zuhause, er besitzt auch keinen Schlafplatz. Klassisch. Hier ist noch nicht relevant. Das sind Sachen, wenn er zum Beispiel Berufe hat, möchte er im Rang steigen und sonst was. Das ist so halt dieses Feld. Wenn hier alle geforderten Sachen grün sind, wird es hier bei Erwartung dann auch grün. Wenn das bei jedem so ist, gibt es einen neuen Bewohner oder ein neues Kind. Hier sind seine aktuellen Wünsche. Das ist alles so ein bisschen Sims-like, finde ich. Er möchte einen Schlafplatz bekommen und das Leuchtfeuer für die Kolonie bekommen. Sollte ja auch nicht so das Problem sein. Diese Punkte hier betreffen seine Zufriedenheit. Wenn das voll ist, gibt es einen Punkt. Leiste geht von vorne los und es werden für jede Stufe werden mehr Punkte gebraucht. Mit diesen Belohnungen kann man dann zum Beispiel. Diese Sachen finde ich so ein bisschen unnütz. Hier sind nochmal die aktiven Eigenschaften: kampfstark, starke Gesundheit und allergisch auf Äpfel. Um das zu entfernen, bräuchte man jetzt einen Punkt. Drück mal auf Entfernen, dann ist er auf einmal nicht mehr allergisch gegen Äpfel. Wunderheilung. Juhu! Hier unten haben wir noch andere Sachen: Optimist, Überlebenskünstler, schlaues Köpfchen, bla 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 bla. Alle Vorteile, Nachteile, die es im Spiel gibt, können wir somit auch hinzufügen. Also wir können ihn zum Beispiel auch laktoseintolerant machen. Ich weiß nicht, was es helfen soll, können wir aber machen. Interessant wäre es dann zum Beispiel, wenn man sich zwei Punkte gesammelt hat,
den Kollegen hier unermüdlich zu machen. Das heißt, er arbeitet schneller, besser und so weiter. Das wäre das. Hier haben wir noch andere Seite. Nee, ach, gespiegelt, schwierig. Hier hätten wir jetzt noch seine Gedanken. Da kann man das dann so ein bisschen nachvollziehen. Wenn er zum Beispiel einen schlechten Traum gehabt hat, kriegt er minus 10 Punkte, was seine Stimmung betrifft. Er ist in eine neue Kolonie eingezogen. Das gibt ihm jetzt, kann man das sehen? 7 Punkte, gute Punkte, also Stimmung gut und angenehme Konversation. Er hat sich gerade mit Alexandra unterhalten, hat ihm gefallen, kein Problem. Schön, das wäre jetzt bei Alexandra genau das Gleiche, bloß dass sie einen Korb für Essen haben möchte. Die möchten essen. Und einen Buchständer für die Forschung. Das ist quasi dieses Pult, was ich gesagt habe, wo sie mit den Kristallen hingehen und halt ihre Forschungspunkte erwirtschaften. Andere Möglichkeit zur Interaktion hätten wir noch, wenn wir jetzt zum Beispiel den Xaver anklicken und dann mit einem Rechtsklick auf die Alexandra gehen. Das erinnert auch wieder an Sims, wie ich finde. Haben wir die Möglichkeit, reden, riskanter Witz, beeindrucken, beleidigen, kämpfen, erschlagen. Das ist auch teilweise ein bisschen kontextabhängig. Das heißt, wenn der Xaver jetzt zum Beispiel Arzt wäre und die Alexandra hätte sich beim Bäumetreten im Fuß gebrochen. Ja, hier werden ohne Werkzeug Bäume einfach getreten. Dann könnte der Xaver, hätte jetzt kontextabhängig den Punkt, das Bein schienen. Wenn er es denn kann. Genauso wäre es dann auch mit Grippe behandeln oder ins Bett tragen oder Tote begraben. Kontextabhängige Menüs. So kann man auch die Konstellation untereinander dann halt beeinflussen. Reden ist ganz gut. Riskanter Witz kann auch funktionieren. Wenn die Beziehung zwischen denen besser geworden ist, können sie sich dann auch küssen oder in den Arm nehmen. Klassisch halt. Um hier nochmal weiterzukommen, jetzt war, das ist ein bisschen querbeet, tut mir leid, geht nicht anders. Hier haben wir Gesundheit, keine Effekte. Hier würde ja zum Beispiel stehen, wenn er Grippe hätte oder sich das Bein gebrochen hätte oder sonst was. Hier in der Persönlichkeit stehen dann halt auch nochmal die Punkte. Die Nahrungsaktionen, Rationen, was das jetzt so beeinflusst, habe ich noch nicht getestet, brauchte ich bisher noch nicht. Wichtig, Berufe. Ja. Haben hier zwischen 1, 2 und 3 Punkten können wir wählen. Das ist halt die Priorität, die man setzen kann. Nichts, dann macht er auch nichts. Vielleicht hat man mal Glück, dass er mal irgendwo mal mit anpackt, aber eher nicht. Also Bauarbeiter würde ich sagen, ein Punkt. Am Anfang bräuchten wir dann zum Beispiel einen Förster und einen Gelehrten. Gelehrten, damit man ziemlich früh mit Forschung anfängt. Und einen Förster halt, der Holz besorgt. Wir haben hier die Möglichkeit, überall jetzt noch Stufe 0, das war der Ungelernte, hier nochmal runter zu klappen und die speziellen Sachen, was nur den Bauernberuf betrifft, nochmal einzugrenzen. Felder bewirtschaften, Essen kochen, Baumwolle sammeln, Äpfel ernten, um Tiere kümmern. Das ist alles das, was der Bauer so macht. Sollten wir, je nachdem, wie viel er in seinem Beruf macht, gibt es natürlich Fortschritt. Und wir können dann wieder Sachen freischalten. Wenn er zum Beispiel jetzt viele Felder bewirtschaftet hat, hier unten ist es einmal gestiegen, er kriegt einen Punkt, dann können wir zum Beispiel sagen, du kannst jetzt Steinwerkzeuge benutzen. Oder mit 2 Punkten Nadelbäume pflanzen oder mit 2 Punkten halt die Meisterkleidung dann tragen, was dann halt auch wieder Vorzüge macht. Ist klar. Das wäre der Bauer. Hier hätten wir den Förster. Hier quasi das gleiche in grün. Bäume fällen, Bäume pflanzen, Baumstümpfe entfernen. Beim Bauern wäre es dann zum Beispiel, ich bin glaube ich eben verrutscht, beim Bauern wäre es dann Erdbeeren sehen, kochen am Lagerfeuer, Meisterkleidung. Beim Förster wäre es dann Nadelbäume pflanzen. Der Bauer pflanzt keine Nadelbäume. Bergarbeiter, Handwerker, Arzt, Gelehrter, Soldat. Ganz klar, Bauarbeiter. Bauarbeiter ist quasi das Allround-Talent. Der macht alles, was irgendwie anfällt. Wenn ich irgendwie sage, bau einen Fußboden, dann geht der Bauarbeiter hin und baut den Fußboden. Hier unten hätten wir noch die Beziehung zueinander. Im Moment sind wir ja nur zu zweit.
Das heißt, zu Alexandra, das ist jetzt eine Bekannte für ihn, die haben ihn auch vorher auf der Fahrt hierher, kannten die sich nicht, beziehungsweise nur flüchtig. Es sind Bekannte. Tendenz hier ist aber positiv. Das heißt, als nächstes werden sie Kumpels werden, danach Freunde, danach enge Freunde, danach Liebe des Lebens und dann werden sie wahrscheinlich Kinder kriegen, wenn alles gut läuft. Oder nicht. Dann werden sie zerstritten, dann werden sie zum Feind oder Erzfeind sogar. Und dann ist gar nicht ganz so gut. Jedenfalls nicht, wenn es jetzt nur 2 oder 5 Leute sind, wenn es nachher 10 Leute sind und 2 davon sind dann halt verfeindet untereinander, ist das nicht mehr ganz so wild. Hier unten hätten wir noch das Eigentum der eigenen Leute. Das heißt auch das, was in deren Häusern drin ist. Wenn sie jetzt, was weiß ich, Schränke, Bett, Kleiderständer, sowas, wäre dann hier. Hier das Werkzeug, Kleidung und. Da sieht man es auch noch mal. Moment. Zivile Ausrüstung und Kampfausrüstung. Zivile Ausrüstung, halt Werkzeuge und spezielle Berufsbekleidung. Kampfausrüstung wäre dann zum Beispiel ein Schwert oder ein Bogen und eine Rüstung halt. Ganz klar. Hier unten kann man dann noch mal die Bezahlung angeben. Später wollen die Leute sogar bezahlt werden für ihre Arbeit. Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komische Leute. So, damit das hier nochmal so ein bisschen losgeht, ich schnappe mir mal die 2. Hier unten wollten wir unser Leuchtfeuer bauen. Das heißt, da gehen die 2 jetzt auch mal hin. Hier hatten nichts zu tun, also lagen sie ein bisschen rum. Was die Grafik angeht, ich finde, es reicht. Es ist super, was so die Map angeht. Es sind so Kleinigkeiten hier so ein bisschen eingestreut. Es ist jetzt nichts Phänomenales. Die Augen finde ich teilweise ein bisschen gruselig. Das heißt, wenn man die hier auch so anklickt, sind diese Dinger auch. Und die Augen, die sind so ein bisschen schwer. Die Figürchen ändern sich aber auch. Das heißt, im Alter kriegen sie halt graue Haare, eingefallene Gesichter. Als Kinder sind sie halt klein. Als Tote kreisen die Fliegen. So. Leuchtfeuer ist gebaut. Ich stelle noch mal kurz auf Pause. Hier sehen wir es dann noch mal. Die Erwartungen deiner Kolonisten sind nicht erfüllt. Keine Migranten werden diese Kolonie betreten, weil die beiden halt von den Erwartungen her. Es reicht halt noch nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir gucken mal. Der Xaver. Besitzt einen Schlafplatz, rotes X davor, also er besitzt keinen Schlafplatz. Kann man ändern. Wir bauen mal eine kleine Hütte. Das heißt, wir gehen hier mal auf Böden. Ja, erstmal anklicken. Holzboden, mehr haben wir am Anfang noch nicht. Wir kippen mal so ein bisschen. Zack, 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 zack. Einfach mal hier kleines Ding dahin. Wände auch gleich dazu. Einfache Holzwände, ordentliche Bretterwand. Hier unten steht dann auch immer. Was an Material gebraucht wird, so ein bisschen Startkapital haben wir. Wir nehmen jetzt mal das Billigste vom Billigsten. Zack, 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 damit sie dann auch reinkommen. Die können sich auch selber zubauen. Das können die auch sehr gut. Und sobald dann keine Türen da sind oder andere Gründe, dann werden die da drin verhungern. Deswegen setzen wir gleich am Anfang eine Tür. Setzen wir mal hier hin. Und aus optischen Gründen, weil andere Gründe habe ich noch nicht gefunden, setzen wir da mal ein Fenster. Dach ist automatisch immer mit dabei. Hier oben können wir noch die Höhe verändern. Das gleiche geht auch mit R und F. Dach ist automatisch immer drauf. Wir drücken mal wieder auf Play. Und jetzt fangen Sie mal an, die Hütte zu bauen. Gehen mal ein bisschen schneller. Und so wird wirklich Teil für Teil gebaut. Und das erkennen die dann auch als Haus an. Das heißt, sie sind dann auch froh, wenn die ihre eigene Hütte haben. Interessant wäre hier nochmal. Wer war das jetzt von beiden? Der Xaver möchte einen eigenen Schlafplatz haben. Das heißt, am Anfang, weil wir das Bett noch nicht erforscht haben, gibt es einen Schlafsack. Den legen wir ihm mal hier unter das Fenster. Der müsste dann auch gleich gebaut werden. Ach komm, machen wir für Tantchen auch gleich einen mit.
Wie man es kennt, einen Schlafsack baut man grundsätzlich mit einem Hammer auf. Wir klicken auf den Server, wahlweise klicken wir hier drauf. Rechtsklick aufs Bett. Rechtsklick ist halt immer Kontextmenü aufrufen, in Besitz nehmen. Zack. Und schon wurde hier ein Wunsch erfüllt. Wir haben jetzt 95 von 180 Punkten hier. Und hier ist beides grün. Das heißt, auch hier ist jetzt grün und wir haben schon mal 50%. Ich drücke nochmal Pause. Hiervon erfüllt. Das heißt, 50% aller Erwartungen unserer Kolonie. Das heißt, wenn sie jetzt auch noch nachzieht und wir sie glücklich machen, dann kommt der nächste Bewohner auf die Insel. Ja. Sie möchte zum Beispiel, das geht wieder um die Erwartung, besitzt einen Schlafplatz, Kontextmenü, zack, auch grün. Beide grün, wir gucken mal aufs Leuchtfeuer. In 8 Minuten 50 kommt der nächste Kolonist. Damit sie noch was zu essen haben, machen wir hier einen Korb für rohes Essen. Rohes Essen haben wir gleich am Anfang schon gehabt. Ach, jetzt muss erst geschlafen werden. Gibt es den Korb, rohes Essen? Klar. Was vielleicht noch interessant wäre, was am Anfang nicht ganz so verständlich war mit diesen Kristallen vielleicht. Also ich bräuchte da so ein bisschen Einarbeitungszeit, um hinter das Prinzip zu kommen. Das ist halt dieser Bücherständer. Dazu kommt noch, sämtliche Sachen, die wir halt in die Buden bauen, haben einen Schönheitswert. Das heißt, das macht schon Unterschiede, ob wir einen guten Esstisch reinstellen oder einen wunderschönen Esstisch. Weil die Leute werden auch untereinander neidisch halt. Was halt auch die Stimmung beeinflussen kann. Wenn einer in so einem Drecksloch wohnt, will er natürlich in einem besseren Haus wohnen und ist auf alle neidisch, die ein besseres Haus haben. So eine Leute gibt's. Wir haben jetzt diesen Bücherständer. Das heißt, wir brauchen Kristalle, die werden dann analysiert. Das macht er jetzt wahlweise, kann ich ihm jetzt sagen, mit Rechtsklick baue die Kristalle ab oder werde zum Bergarbeiter. Oder ich mache es jetzt explizit, gehe hier rein, das ist der Xaver, das wäre der Gelehrtenberuf, gebe ihm hier 3 Sterne, weil ich möchte, dass er jetzt hauptsächlich Gelehrter ist. Klicke hier drauf, könnt hier nochmal unterscheiden zwischen Kristalle abbauen und forschen. Ich will aber, dass er beides macht. Lassen wir alles so, gehen hier wieder raus. Das heißt, er ist jetzt Gelehrter von Beruf. Wir machen mal wieder ein bisschen Play, ein bisschen schneller. Er geht hier hin, aber er hat noch kein Werkzeug und deswegen tritt er die Steine mal ein bisschen ab. Oder Kristalle. Sobald er hier jetzt ein Kristall hat, wird dann hier oben angezeigt. Ich mache mal kurz schneller. Dabei brechen die sich auch manchmal die Beine. Ein Kristall hat er jetzt. Er sammelt jetzt noch ein bisschen weiter. Sobald er 3, 4 hat. Es ist sowieso gerade Nacht, aber er hat ja zum Beispiel auch, wir können es noch mal gucken, starke Gesundheit. Ach nein, Alexandra schläft, weil sie unter Schlaflosigkeit leidet, unregelmäßiger und insgesamt ein bisschen länger. Deswegen arbeitet er schon und sie liegt noch. Hiermit gehen wir ans Pult. Keine Forschung ausgewählt. Ach ja, wir müssen erst die Forschung auswählen. Am Anfang, ich nehme immer Landwirtschaft, allein wegen Nahrung, ist klar. Forschung ist ausgewählt, wir gehen aufs Xaver, Rechtsklick, Kristalle analysieren. Da fängt er jetzt mit an. Alexandra hat im Moment noch nichts zu tun. Deswegen können wir mal sagen, am Anfang ist Holz auch immer ganz wichtig. Sie wird zum Förster. Wir sagen ihr mal, dass sie die Baumstümpfe nicht entfernen muss. Das hält am Anfang nur auf. Und neue Bäume pflanzen braucht sie auch nicht. Schlichtweg, sie braucht nur Bäume fällen. Damit kann sie dann mal anfangen. Wir gucken mal, ob wir den Bereich schon markiert haben. Ist markiert. Und sobald Tantchen nicht mehr nur faul rumliegt, fängt sie dann auch mal an, Bäume zu treten. Er analysiert. Ich mache nochmal schneller. Wenn der Kreis voll ist. Zack, 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 zack. Na, komm schon. Bumm.
haben wir hier oben einen Punkt von 5 für die Forschung. Ein Kristall hat er noch, der wird jetzt auch noch mit analysiert. Dann haben wir 2 von 5, dann hat er wieder keine. Dann läuft er wieder zu den Kristallen hin. Tritt die nächsten um, bis die Forschung erfüllt ist und so weiter und so weiter. Interessant zu erklären wäre nochmal, wenn wir es schon mal bauen können, hier auf Lager zum Beispiel, können wir so noch nicht. Holzlager zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier ein Holzlager hinsetzen, wir haben im Moment Kapazität von Holz maximal 200. Wenn wir ein Holzlager hinsetzen, erhöht sich das um 100 Holz. Sprich, wir können dann 300 Holz lagern. Das ist das mit der erweiterten Lagerung, was ich gemeint habe. Um dieses ganze Zusammenspiel nochmal so richtig ein bisschen mehr zu erklären, würde ich euch jetzt meinen großen Spielstand zeigen, wo ich jetzt schon länger mit dabei bin. Da kann man dann auch nochmal so ein paar Feinheiten erklären, wie das jetzt ist mit Werkzeugen und Schränken und sonst was. Und insgesamt mal zeigen, in welche Richtung dieses Spiel geht. Das waren jetzt wirklich nur die Grundzüge. Ich hoffe mal, das hat schon mal so ein bisschen geholfen, um einen Eindruck zu vermitteln und um da auch mal so ein bisschen reinzukommen. Wir sehen uns gleich in meiner großen Stadt. Bis gleich. So, da sind wir in meiner großen Kolonie, sage ich jetzt einfach mal. So kann es dann später mal aussehen. Ich habe 11 Bewohner jetzt mittlerweile. Davon sind 2 Kinder. Und der Stefan noch nicht, aber 1, 2, 3, 4 Leute sind auch schon alt. Die Corinna zum Beispiel, das ist noch mit die allererste, die zugezogen ist hier, ist halt in 16 Tagen tot. So kann es gehen. Kinder, hier zum Beispiel die Uli, können wir mal gucken, hier unten. Da ist der Hubert, ist zum Beispiel der Vater. Was ist der Vater? Ist Ulis Vater, genau. Florian ist Ulis Onkel. Ist quasi, Florian ist der Bruder von Hubert. Und Corinna ist die Mutter von Hubert, Florian, Stefan und vom Johannes, glaube ich. Ja, vom Johannes. Also, ich finde die Leute hier, die wachsen einem so ein bisschen auch ans Herz, Mann. Also, wenn Corinna jetzt drauf geht, beziehungsweise ihr Mann ist jetzt vor ein paar Tagen erst gestorben, das war schon schade. Vor allen Dingen, der war schon sehr gut. Der war ihr der Meisterlandwirt. Der hat das hier schon alles am Laufen gehabt. Vorher ist noch der Dimitri gestorben. Der Dimitri hatte eine Grippe und ich hatte noch keine vernünftigen medizinische Versorgung und alles. Da ist der Dimitri recht früh von uns gegangen. Und irgendjemand ist noch gestorben. Ich weiß es jetzt schon so gar nicht mehr. Es war Dimitri, Johannes und wer ist denn noch gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls schade. Hier hatten wir die Corinna, ist wie gesagt die Oma. Vera nicht mit verwandt. Das ist nochmal Onkel, Onkel, Onkel. Und die Barbara ist die Mutter. Bei der Corinna zum Beispiel, das ist hier, wo ist sie hier in der Liste? Da, das ist meine Handwerksmeisterin. Kann man hier auch sehen, Handwerk voll, Stufe 12 schon, also die kann auch schon lange nichts mehr lernen. Die kann alles quasi und ist sehr gut dabei. Hat hier in der persönlichen Dings, muss ich nochmal wieder so, zivile Ausrüstung. Was hat sie denn da? Werkzeughalter, Handwerker brauchen so kein Werkzeug. Es gibt hier im Moment auch nur, ich weiß nicht, ob noch was nachkommt. Oh. Ach, scheiße, ich bin über mein Kabel gefahren. Gießkanne, Spitzhacke und Axt in Holz, Stein und Metall. Das sind so die verschiedenen Klassen halt. Sie hat auch einen Waffenhalter und sonst was. Das kann ich nochmal eben erklären. Das ist vielleicht ein bisschen blöde zu zeigen. Dann machen wir es mal so. Sie wohnt jetzt zum Beispiel hier. Das ist das Doppelhaus. Beziehungsweise untere Etage, obere Etage. Hier ist das Schlafzimmer der Eltern. Und hier sind die ganzen Kinder immer durchgegangen.
Also insgesamt vier Kinder gehabt. Dann haben wir hier zum Beispiel Corinnas Sachen. Das ist der Waffenständer, das ist der Rüstungsständer und das ist der Klamottenständer. Man muss den quasi immer dem Besitzer zuweisen. Das heißt, wenn Corinna jetzt einen Waffenständer haben will, dann baut man den dahin. Rechtsklick, Kontextmenü, zuweisen und dann ist das ihr Waffenständer. Das heißt, wenn da jetzt auch ein Schwert drin wäre und ich den Alarmzustand ausrufe, läuft sie zu dem Waffenständer hin, schnappt sich ihr Schwert und geht losgaloppieren. Das gleiche dann auch mit Klamotten. Klamotten wären dann hier zum Beispiel auf dem Kleiderständer. Sie hat ihre speziellen Meister-Handwerksklamotten jetzt an, deswegen hängt hier nichts mehr. Und das wäre dann zum Beispiel so ein Werkzeugschrank. Da wären dann jeweils Gießkanne, Axt oder Pickaxe drin. Möbel gibt es viele, die kontextabhängig sind. Hier haben wir zum Beispiel ein großes Bücherregal, da können die Leute hingehen und speziell nochmal für den Beruf lernen. Was weiß ich, da kann auch ein Ungelernter stellt sich dann ein paar Tage vor so ein Bücherregal und kann danach dann ist dann Gelehrter, verhältnismäßig noch am Anfang, aber kann dann schon mal so die Grunddinger oder Förster oder Steinmetz oder sonst irgendwie was. Hier haben wir die Felder. Hier wachsen zum Beispiel gerade Tomaten. Wachstumsfortschritt, also das Ding ist reif, es muss ab und zu bewässert werden. Bewässern, ich habe jedem Gärtner eine Gießkanne gegeben. Damit rennen sie natürlich zum Brunnen, machen das hier fertig. Gibt es auch ein paar Sonderereignisse, zum Beispiel Käferbefall. Da kann so eine Ernte auch schon mal drunter leiden. Da müssen die kaputten Pflanzen entfernt werden und so weiter. Um hier nochmal so ein bisschen runter zu gehen, hier haben wir den Partyraum mit Bier. Es kann eine Party, eine Feier gestartet werden. Brauchen wir in diesem Fall zum Beispiel 100 Münzen, 66 Bier. Und 66 Essen und dann wird hier eine kleine Feier gestartet. Das steigt die Stimmung. Dicken Kopf kriegen sie auch nicht. Hier wäre zum Beispiel so ein Bild der guten Stimmung, was ich glaube ich schon gesagt habe. Das ist der Einzugsbereich. Ist nicht sehr groß, reicht aber. Das war so ein Spezialprojekt, ich glaube von Barbara. Barbara? Genau. Die hat das dann in mühsamer Feinarbeit, hat die das Bild gemalt. Ich habe es da hingehängt. Und wenn die hier Party machen, sind die dann zusätzlich nochmal alle glücklich. Hier haben wir nochmal Lager für rohes Essen oder gekochtes Essen. Küche. Hier haben wir die Brauerei. Zum Bierbrauen brauchen wir Kürbisse und Weizen. Es ist halt ein Kürbisbier. Und hier haben wir nochmal zusätzliches Lager. Wenn man das hier oben mal sieht, wir haben hier eine Kapazität von 1460 rohes Essen. Und das kommt bei diesen Feldern dann auch schon mal schnell zusammen. Und das wird dann weiterverkocht, entweder am Lagerfeuer oder an der Küche. Und damit die Leute an diese Sachen rankommen, brauchen die auch spezielle Schränke wieder. Hier haben wir zum Beispiel, das wäre so ein Regal für Essen aus der Küche. Da schnappen die sich das dann, wenn sie darauf Bock haben. Hier ist ein Regal für Essen vom Lagerfeuer. Und irgendwo haben wir noch diese, da ist zum Beispiel einer, so ein Korb. Da ist dann halt das rohe Essen drin. Das heißt, wenn sie einfach nur mal einen Apfel haben wollen, dann holen sie sich den da raus. Tresore fürs Geld, auch um die Kapazität zu erhöhen. Und so kann dann auch eine Wohnung von den entsprechenden Leuten aussehen. Die Sofas, Kamin und sonst was sind spezielle Wünsche, die die irgendwann äußern. Dann setzt man das da hin und dann werden sie auch wieder fröhlich. Gehen wir einmal hoch. Hier ist noch nichts ausgebaut. Interessant wäre das dann zum Beispiel bei denen hier. Hier haben wir dann noch Vasen, Blumentöpfe. Hier haben wir einen speziellen Bücherschrank nur für Kinder. Kinderaufzucht ist auch noch mal so ein Ding für sich. Wir können da mal ganz kurz reingucken. Zum Beispiel die Uli. Die hat hier unten Kindheitserfahrung. Drei schlechte, noch keine gute. Bildung 2. Wenn die dann erwachsen werden, ist es dann so, die werden danach beurteilt, wie viele gute und wie viele schlechte Erfahrungen sie gemacht haben und wie viele Bildungspunkte sie haben. Viele schlechte Erfahrungen, dann heißt es, kann sein, dass wenn sie dann erwachsen werden, dass sie, was weiß ich, einen gestörten Schlafrhythmus haben oder irgendwelche Allergien haben.
Überwiegend gute Punkte heißt dann, was weiß ich, dass sie zum Beispiel unermüdlich sind oder schlau sind oder irgendwie was in der Art. Bildungspunkte sind dann, dass man von Anfang an, bevor sie schon irgendwas gemacht haben, schon mal Punkte in gewissen Berufen verteilen kann. Wie man jetzt wirklich an gute, schlechte Kindheitserfahrungen kommt, kann ich so nicht sagen. Ich lasse sie meistens immer nur rumlaufen und wenn das Dorf einigermaßen gut in Schuss ist, dann ist das in der Regel so, dass sie mehr gute Erfahrungen als schlechte sammeln. Bildung, man stellt sie einfach hier vor, zum Beispiel diesen Kinderschrank oder lässt sie von einem Gelehrten, der denen dann was beibringt. Kinder haben da aber keinen Bock drauf. Die lernen dann zwar, aber kriegen dann wieder schlechte Stimmung und kriegen dann wieder Minuspunkte. Komisches System, bin ich noch nicht ganz so hintergestiegen, aber in der Regel hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Bis auf den Florian hier, das war so der letzte. Wo ist er denn gerade? Doppelklick hier drauf, dann sieht man es. Der Florian, der ist stroh doof. Der hat hier zum Beispiel eine Menge Sachen. Er hat ziemlich viele Punkte in seiner Kindheit gesammelt. Dementsprechend gibt es ja auch ziemlich viele Persönlichkeitsarten. Schlaflosigkeit, Überesser, das heißt, der frisst wie ein Scheunendrescher, obwohl er satt ist, frisst er einem die Haare vom Kopf und er ist dumm. Das heißt, er sammelt keine Punkte in keinen Berufen. Was schon ein Problem sein kann. Um das wieder wegzukriegen, wäre dann zum Beispiel, um die Dummheit wegzukriegen, bräuchte man 4 Punkte. Und der Kerl, der wird nie irgendwie was werden, denke ich mal. Den mache ich jetzt hier zum Handwerker, weil da muss er jetzt keine Punkte sammeln und zu mehr wird es dann wohl auch nicht reichen. Hier haben wir spezielle Minen, damit die Leute nicht immer hier querbeet laufen müssen. Die können aber nach einer Zeit dann halt auch erschöpfen. Hier sind Heilpflanzen für den Stefan hier. Der ist unser Gelehrter und gleichzeitig Arzt. Hier werden zum Beispiel diese Schriftrollen entdeckt bzw. analysiert. Hier die Kristalle und wenn man das mal so sieht, wir sind in der Forschung schon relativ weit. Uns fehlen nur noch diese 1, 2, 3, 4, 5 und das bisschen. Und hier wäre es dann zum Beispiel für starke Wachtürme 100 Kristalle analysieren, 20 Schriftrollen kaufen. Das wird noch eine Zeit dauern. Was gibt es sonst noch zu sagen? Das war es eigentlich schon. Bis man hier weit ist, also in dieser Map stehen ungefähr 25, 30 Spielstunden, würde ich jetzt mal so schätzen, bis man auf diesen Stand kommt. Ich spiele halt, wenn es gemächlich sein soll, spiele ich halt meistens auch in normaler Geschwindigkeit, weil ich den Leuten auch gerne beim Arbeiten zugucke. Und stell nicht so oft auf schnell. Wer hier durchrushen will, kommt auch wesentlich schneller zu diesem Punkt, denke ich mal. Aber ich genieße so ein Spiel halt auch gerne. Und guck den Leuten zu, feile hier noch so ein bisschen. Guck mir die Wünsche an. Zum Beispiel Burnout. Uli hat wieder eine Menge gelernt, hat jetzt ein Burnout und will 12 Minuten lang, was jetzt auch relativ lange Zeit ist, will jetzt erstmal nichts mehr machen. Das ist natürlich übel, wenn man nur einen Förster hat und der zum Beispiel schnell angeschlagen ist oder sich gerade mit irgendjemandem gestritten hat und sagt jetzt, ich habe erstmal die Schnauze voll, ich habe jetzt erstmal 20 Minuten Burnout, dann kriegt man auch erstmal 20 Minuten kein Holz. Es sei denn, man schickt irgendjemand anders los, der dann halt die Arbeiten erledigt. Hier die Luisa, die ist auch schon ein bisschen älter, die stirbt in 27 Tagen, hat eine Metallaxt, das heißt, sie wird sich nicht mehr so oft die Füße brechen. Die hat von Anfang an gehinkt. Das habe ich ihr dann mal irgendwann abgenommen durch Punkte, weil sie genug Punkte hatte. Dann hat sie sich mal irgendwo wieder das Bein verknackst. Der Arzt hat die Reparatur, die Heilung verkackt und seitdem humpelt sie wieder, was ein bisschen ärgerlich ist. So kann es aber gehen. Hier haben wir die verschiedenen Tiere. Auch die müssen auch erst erwachsen werden teilweise. Die vermehren sich auch untereinander und man kann einstellen. Bei den Schweinen habe ich das zum Beispiel so: Zuchtobergrenze bei 6. Sobald ein siebtes Schwein entsteht, wird eins geschlachtet. Fleisch,
Küche, Essen, alles gut. Sterben aber auch an Altersschwäche. Es wird nochmal dunkel. Schön finde ich das auch mit dieser Lichtstimmung. Straßenlaternen machen schon schönes Licht. Haben wir hier gerade einen Kamin an. Ja. Die Leute setzen sich auch hin. Die setzen sich auch zusammen mal hier irgendwo hin und sind am Quatschen, Sachen machen und so weiter und so weiter. Gut. Ich würde sagen, Eberhard das Schwein. So. Diese ganze Karte, das ist das, was ich am Anfang auch schon sagte. Theoretisch braucht man sie nicht. Man hat sie aber. Ich könnte die Kolonie jetzt auch noch irgendwie groß noch weiter vergrößern, aber im Moment sind es alle glücklich. Sobald noch zwei, drei Leute dazukommen, finden wir da auch noch irgendwie einen Platz. Man kann Häuser ja in die Höhe bauen, sieht man hier ja auch ganz schön. Ich mache das hier zum Beispiel gerne mit diesen Außentreppen. Dann ist hier oben noch eine Wohnung. Innentreppen geht natürlich auch, wie in diesem Fall. Dann haben wir hier innen halt eine Treppe, dann gehen die hier hoch in die verschiedenen Räume. Was nochmal interessant wäre, wäre hier Corinna zum Beispiel. Da gucken wir mal, was sie so besitzt. Und das ist schon eine Menge. Webstühle, diverse Schränke, Sofas, sonst was. Ist alles vertreten. Geld verdienst du mittlerweile auch recht gut. Es ist ein schönes Spiel, man muss sich drauf einlassen, aber mir hat es bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mein Ziel war es eigentlich nur, dass ihr das mal so ein bisschen seht und vielleicht auch mal reinguckt. Es kostet jetzt, glaube ich, irgendwas unter 20 Euro bei Steam. Es ist spielenswert. Wer so eine Art von Spiele mag und es ist entschleunigend, entspannend, kann auch stressig werden, aber die meiste Zeit sitzt man wirklich davor und guckt den Leuten bei der Arbeit zu. Es ist nicht zu schwer, je nach Einstellung. Es kann auch schwer werden, nach Einstellung. Was soll ich da sonst dazu sagen? Guckt euch das an. Hat mir Spaß gemacht, mal wieder ein Video zu machen. Bleibt dran. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal reingeguckt habt, ob ihr vorhabt reinzugucken und so weiter und so weiter. Ihr wisst, wie der ganze Laden hier funktioniert. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis denn und tschüss.